Leerstände, wechselnder Mieter und ein teils schlechter Pflegezustand. Seit vielen Jahren ist die Mühlenstraße das Sorgenkind des Kloppenburger Einzelhandels und der Stadtverwaltung. Um die Straße endgültig aus dem Schatten der großen Schwester Lange Straße herauszuholen, regten die Anlieger an, einen Masterplan erstellen zu lassen. Die Stadt zog mit und es wurde 2013 ein Konzept samt To-Do-Liste von einer Beratungsfirma erstellt und im Februar 2014 dann der Öffentlichkeit präsentiert. Ein knappes Jahr später zeigt sich, dass sich in der Mühlenstraße so gut wie nichts getan hat. Was ist aus dem Masterplan geworden? Die NWZ hat bei der Stadt Kloppenburg nachgefragt. Stadtsprecher Klaus Niemann räumte ein. Das ist alles ein wenig ins Stocken geraten. Alles gehe langsamer vorwärts als erhofft. Deshalb ist der großen Euphorie eine Ernüchterung gefolgt.